und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Starfield. Ja, ich bin leider immer noch sehr angeschlagen, aber ich wollte mit dir aufnehmen. Und deswegen legen wir los. Ein bisschen angeschlagene Stimme noch. Bitte verzeiht mir. So, wir gehen nach unten und gucken mal, was wir noch machen können. Schönes hier. Nach Ende der Isolation könnten wir Material aus dem besiedelten System... Ja, richtig. Blüht im Sommer wie im Winter. Die Katastrophe liegt zwar hinter uns, doch ein ganz neuer Wandel vor uns. Ja. Genau. Oberflächenkarte. Gibt es hier noch irgendwas zu entdecken, was sich lohnen könnte? Da gibt es einen Berg. Da könnten wir mal hingucken. Quests haben wir jetzt hier gar keine mehr, richtig? Doch, da haben wir noch eine. Sprich mit. Ja. Danke, dass du mit mir redest. Mein Name ist Lijana Dulkev. Eigentlich würde ich dich ja fragen, wie ich dir helfen kann. Aber gerade bin ich es, die Hilfe braucht. Ich koordiniere Warenlieferungen, die das Stadtgebiet verlassen. Wegen der Katastrophe habe ich meinen einzigen Kurier verloren. Ich habe einen Ersatz gesucht, aber es gibt derzeit kaum Arbeitskräfte. Tut mir wirklich leid, das zu hören. Danke für dein Mitgefühl. Ich bin ganz großzügig. Eigentlich würde ich keine Fremden um Hilfe bitten. Aber leider bleibt mir kaum eine andere Wahl. Es geht hier nämlich um mehr als eine geschäftliche Transaktion. Es ist mir sehr wichtig, dass jemand schnellstmöglich diese Lieferungen übernimmt. Deine Kunden haben sicher Verständnis dafür, dass es aktuell länger dauert. Warum ist es eilig? Geht es um etwas Persönliches? Also, ich bin noch neu in diesem Job. Und gleich am Anfang wurde mir klargemacht, dass ich eine große Bürde auf mich nehmen würde. Unsere Lieferungen waren bis jetzt immer pünktlich. Unser Ruf ist in dieser Hinsicht makellos. Und jetzt sind dieser Ruf und meine Stelle in Gefahr. Okay. Deine Kunden haben sicher Verständnis dafür, dass in aktueller Lage etwas dauern könnte. Aber sie warten schon viel zu lange. Wenn sich das nicht bald ändert, werden sie langsam das Vertrauen in uns verlieren. Und das kann ich nicht zulassen. Es ist meine Pflicht, unsere hohen Standards zu halten. Die Zeit verrinnt, also komme ich zur Sache. Du sollst meinen Kurier ersetzen. Unsere Lieferungen werden bei Erhalt bezahlt. Das Geld kannst du behalten. Das Handelsministerium hat einen tadellosen Ruf. Und es ist mein Job, ihn zu wahren. Um jeden Preis. Ich denke, wir sollten ihr helfen. Diese Vorräte könnten wichtig sein. Überlebenswichtig. Sehr gut. Das sind sie in der Tat. Und unsere Kunden warten schon viel zu lange darauf. Bitte sag mir, dass du annimmst. Natürlich. Zwing mich nicht vor allen auf den Knien zu rutschen. Natürlich. Los, auf die Knie. Hopp. Na klar, ich nehme den Job. Komm, gib her. Es wäre mir eine Ehre, Haus Dulkev zu dienen. Ich glaube, du würdest wirklich auf den Knien rutschen, aber nicht nötig. Danke. Ich habe bereits all meinen Stolz heruntergeschluckt. Hier sind die Pakete. Das erste ist für Alikcha Dalka. Sie ist Ziegenhüterin auf einer Farm. Das zweite ist für Firan Nostal, der bei der Station Hamadi an Reparaturen arbeitet. Das letzte ist für Lasim Valian, den du beim Schrein nördlich der Stadt antreffen wirst. Möge die Schlange dir reibungslose Reisen gewähren. Danke. So, da müssen wir einmal hin, dann dahin und dahin. Dann würde ich sagen, wir klauen unser Autochen von dahin.
Vielleicht finden wir Hinweise, warum das Schiff aufgegeben wurde. Haben wir doch schon. Meine Fresse. Oh ja, ist gut jetzt. Mein. So, wir fahren doch noch. Start. Du wirst ihn nochmal umbringen können. Magios, deine Technik. Ich weiß. Ach, die schießen halt noch das komische Vieh. Wir schaffen es noch höher. Ja, ich glaube so. Warte. Jetzt. Krass, wa? Nur dich runterfallen. Nein, 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 nein. Was seid ihr denn hier? Wartet mal. Wer seid ihr? Ich würde so gerne wieder in meinem eigenen Bett schlafen. Was hat mein Nachbar noch? Auf einen kleinen Hiking-Trip. Guten Tag, wir sind da. Wir sind was Schlange, liegen. Hab Erbarmen mit dieser verlorenen Seele. Okay. Aus dieser Höhe lässt sich beinahe der Plan der großen Schlange erkennen. Meinst du? Herzlich willkommen. Hallo. Ist die Schönheit und Erhabenheit der Natur nicht grandios? Ja. Hier herrscht eine Ruhe, die man in der Stadt nicht findet. Das dies ist, richtig. Ist der perfekte Ort, um über die Mysterien des Kosmos zu sinnieren. Ja, wir sinnieren. Ich weiß, was du meinst, mein Bruder. Hier ist es so schön ruhig. Abseits der Stadt und dem Trubel. Wohl, da ist auch nicht so viel los. Fehlt dir die Hälfte. Mir würde es hier ziemlich schnell langweilig werden. Nö. Klar, die Natur ist super, bis sie einen umbringen will. Ja, meistens. Mit was für einem geheimen Mysterium genau setzt du dich hier auseinander? Gerade habe ich mich gefragt, warum die große Schlange genau diese Form wählte. Warum kein Vogel, keine Ziege oder ein anderes Tier? Warum keine Frau, kein Mann oder Kind? Natürlich ist es töricht zu denken, dass ein geringer Sterblicher wie ich das Göttliche auch zu fassen vermag. Und doch will die Neugier keine Ruhe geben. Sie sucht Antworten. Das ist richtig. Ich weiß, was du meinst. Wir sind Gleichgesinnte. Wunderbar. Feiern wir diese Begegnung mit einer kurzen, meditativen Andacht. Okay. Und jetzt schließe die Augen. Atme tief ein. Ja, ich versuch's. Halte inne. Spürst du das? Das ist die Präsenz der allmächtigen, allessehenden, großen Schlange. Diese Nähe zum Göttlichen reinigt uns, macht uns stark. Du hältst unsere Begegnung für Zufall, doch du irrst dich. Die große Schlange hat für uns alle einen Plan. Und diese Begegnung gehört auch dazu. Okay. Wenn das stimmt, hat die große Schlange eine Lieferung für dich. Das hat mit
der großen Schlange nichts zu tun. Ich habe hier ein Paket für dich. Hier, bitteschön, tschüss. Und warum hat die große Schlange für diese Begegnung gesorgt? Nein, wenn das stimmt, hat die große Schlange eine Lieferung für dich. Ach, dann hat Lijana endlich einen neuen Kurier gefunden. Der Schlange sei Dank. Dieses Paket mit gepökeltem Ziegenfleisch ermöglicht mir weitere Versenkungen. Die Mysterien der Schlange halten mich so in Bann, dass ich manchmal tagelang nichts esse. Ich weiß, bei Lieferungen wird eine Zahlung fällig. Doch frage ich dich dies: Wenn wir den Willen der großen Schlange erfüllen, ist das nicht die größte Belohnung? Sind ein paar Credits im Vergleich zur göttlichen Gunst nicht lediglich Almosen? Ein netter Versuch, aber bezahlen musst du trotzdem. Du hast recht. Ich brauche Credits nicht. Nö, dann müsste er mir nur einfach Credits geben. Ist doch scheißegal, da brauchst du doch nicht. Ist doch für einen größeren Dienst. Braucht ihr die Credits nicht? Die große Schlange will, dass du mich bezahlst. Da bin ich sicher. Die große Schlange will, dass du mich bezahlst. Da bin ich sicher. Ah, verstehe. Ich werde mich dem Willen der großen Schlange beugen. Ja, auf jeden Fall. Was sie dir wohl noch gesagt hat. Und warum hast du ihr göttliches Zischen gehört? Aber das sind Fragen für ein andermal. Hier ist deine Bezahlung. Dankeschön und tschüss. Ja, wollte ich mich brillen. Kleines Schweinchen. Frech, frech. Meine Karre umgeparkt. Warst du das? Victor hat den eigenen Sohn als Ketzer hingerichtet. Ja, hat er gemacht. Tod und Verlust. Und doch gewinnt das Staatsministerium. Möge die große Schlange meine Buße für würdig befinden. Macht die bestimmt. Die freut sich immer drüber, wenn jemand boost. Büßt. So, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Sind drüber da. Okay, dann fahren wir erstmal nach da. Also in die Richtung, wo wir gucken. Da so. Richtig? Gucken in die Richtung. Natürlich falsch. In die andere Richtung. Ups. Hatschen. Was ist das? Sehr schön. Weg. Ein Sprung ins Ungewisse. Ist schon komisch, ich bin da oben gewesen. Gut, dass man mit Luft auch steuern kann. Das ist so dumm. Du fährst und dann mit einem Schlag ist der Turbo aus und dann rollt das nicht weiter, dann bleibt es sofort stehen. Das ist... Ja, so viel verschenkte Möglichkeiten. Wirklich. Sehr, sehr traurig. Du entkommst mir? Ah. Ups. Das war berauschend. Oh. Total. Ups.
Harry hier durch die Gegend zu gucken, ist aber auch schon wirklich. Harry, hier geht's weiter. Guten Tag. Und jetzt los! Verschwinde! Nee. Dachtest wohl, du könntest mich überrumpeln? Mich einfach umlegen? Wenn du kein Loch im Bauch willst, drehst du dich besser um und nimmst die Beine in die Hand. Ganz ruhig. Ich will dir nichts tun. Ich ergebe mich. Bitte tu mir nichts. Mein Gott. Ich will nicht sterben. Hättest mir bestimmt locker eine Kugel in den Hinterkopf jagen können. Hier draußen reißt der Ärger nicht ab. Piraten und Spacer kreisen hier wie die Geier und suchen nach leichter Beute. Von den Fanatikern mal ganz zu schweigen. Hat die große Schlange uns verlassen? Wer weiß. Vielleicht. Ich bin hier. Ich bin wieder. Das eine noch das andere. Ich bin ein Kurier. Nach dieser Begrüßung halte ich dieses Paket vielleicht lieber für mich. Nö. Ich verstehe schon. Beruhige dich einfach. Ich bin hier, um dir ein Paket zu übergeben. Ups. Wenn es hier so gefährlich ist, warum bist du eigentlich ganz alleine draußen? Weil meine Arbeit das Einzige ist, was mich weniger nervt als Klugscheißer wie du. Maschinen und Bauten verschwenden meine Zeit nicht mit dummen Fragen. Entschuldigung. Du bist nicht der Kurier. Ich kenne ihn gut. Wer hat dich geschickt? Sag mir den Namen. Zeig mir, dass du kein Lügner bist. Eine Frau namens Liljana Valina. Verlieren. Ach, ich kann ihren Namen. Er hat mich angehört. Hätte Liana mir gesagt, dass dieses Paket für einen paranoiden Mechaniker ist, hätte ich abgelehnt. Gut, du sagst also die Wahrheit. Ich benehme mich, wie ich will. In diesen dunklen Tagen muss man sich Vertrauen verdienen. Außerdem machen die ständigen Rückenschmerzen einen Misanthropen aus mir. Ich repariere Maschinen, weil die sich nicht unterhalten wollen. Ich ziehe die Ruhe vor. Immerhin sind jetzt meine Medikamente da. Die Schlange weiß, dass ich sie zu lange entbehre. Ohne Zweifel hört sie mein lautes Fluchen, wenn ich mich jeden Morgen aus dem Bett plage. Ich habe deine Medikamente. Gönn dir etwas Ruhe. Hoffentlich macht das, dass du dich erträglich hast. Hier, klingt so, als würdest du sie wirklich brauchen. Ich hab dir deine Medikamente. Könnt ihr das Ruhe? Das würde dir wohl gefallen. Nimm deine Credits und lass mich in Ruhe. Das würde dir wohl gefallen. Mach mich nur noch reizbarer. Und bevor du fragst, ja, das ist durchaus möglich. Glaub ich dir. Was gibt's denn hier hin? Was gibt's denn hier oben? Nein, hier oben. Was sind wir denn jetzt? Ach, da oben auf dem Turm sind wir jetzt drauf. Wir haben noch eine Mission. Schön vorsichtig. Die Dinge hier reagieren womöglich nicht gut auf Kugeln. Meinst du? Was ist denn da drauf? Da oben haben wir noch nicht, oder? Wir machen erstmal die Pakete fertig. Komm. Das ist wichtiger. Da können wir mal noch uns importen. So. Dann geht's wieder runter.
quatschen. Streiten das so gut hier. Das ist jetzt sehr gefährlich. Komm drüber los. Zack. Karin ist hinfedern würde, wenn sie aufschlitzt. Ist unser letzter. Den müssen wir noch. Guten Tag. Willkommen. Ich freue mich immer über Besuch. Ist dein Toter immer noch hier rum? Nee. Hast du den endlich weggeräumt? Sehr schön. Hey. Dein Gesicht ist mir neu. Hast du dich verirrt? Klar. Ich bin im Namen vom Haus Dulkefir. Ganz und gar nicht. Ich bin die freundliche Lieferkraft. Lieferandus. Wie kommst du da drauf? Naja, du arbeitest hier nicht. Und du hast mich nicht angegriffen. Also erschien es mir logisch, dass du dich verirrt hast. Okay. Eine Ziegenfarm ist nicht unbedingt der beste Ort, um sich zu entspannen. Ja, das ist richtig. Nein, ich bin die Lieferkraft, die Freundliche. Oh, also hat Lijana einen Ersatz für ihren Kurier gefunden? Ja. Das ist gut. In ihrer letzten Nachricht klang sie fast verzweifelt. Also, freundliche Lieferkraft, ich nehme dann mal das Paket entgegen. Traurig, was dem letzten Kurier zugestoßen ist. Er hieß Shamit. Er war eine strahlende Seele, voller Lebensfreude und Träume. Urplötzlich wurde er aus dem Leben gerissen. Einfach so. Oh, hast ihn wohl sehr gemocht. Ja, habe ich. Nach der Lieferung erzählte er mir oft noch bei einer Portion Eintopf die Neuigkeiten aus der Stadt. Er hatte immer einen Witz parat. Eintopf. Er hatte Humor und war ein begabter Geschichtenerzähler. Manchmal habe ich so gelacht, dass mir danach der Bauch wehtat. Aha, schon klar. Er wird mir fehlen. Für dich, der Inhalt duftet wunderbar. Hier, ich war versucht, es zu behalten. Nö, nimm mir das ab, bevor der Geruch sich in meinen Kleidung festsetzt. Nö, für dich, der Inhalt duftet wunderbar. Gut, dann ist es auf jeden Fall das Richtige. Diese Gewürze kosten ein kleines Vermögen. Sie gehören zu den seltensten, die wir haben, und den stärksten. Kochen ist meine größte Freude. Und die richtigen Gewürze sind das Wichtigste dabei. Vielen Dank dafür. Gerne. Dann mache ich mal mich wieder auf den Weg. Okay, viel Spaß. Beim Kochen. Werde ich haben. Hier ist eine Bezahlung. Dankeschön. Gute Reise, Kurier. Was gibt es? Gut, dann würde ich sagen, war es das mal wieder für heute. Vielen lieben Dank für das Zusehen. Entschuldigung. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und bis dahin euch eine wunderschöne und angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal. Euer Gunrock. Ich kann's kaum erwarten, mit den Gewürzen einen Eintopf zu kochen. Ja, ich auch. Ich freue mich schon. Los rein.